Jungs. Ich hab'n. Sieht das nicht schön schwarz aus? Und klingt das nicht geil? Allein das Pfeifen des Turboladers. Es war old, aber er lebt. Hey, lebt. Ganz schön weit auseinander. Wenn man so auf der Straße fährt, ist links und rechts meistens nicht mehr viel Platz. Und mein Huckepack-Ding habe ich auch drauf da. Kann man sowohl gerade so erkennen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber passt schon. Und ab geht's. Nach 300 Metern im Kreis. Los, passt schon. Oh, dieser Turbolader, der klingt so geil. Oh, ist das schön hier. Ach, das entschleunigt. Völlig tiefenentspannt. Das Geräusch entschädigt auch für alles bisher. Sorry, ich habe mich schon gewundert, wie klein die Elbe hier ist. Das ist die Elbe. Die ist schon ein bisschen größer. Ja. Und drüber schwimmen wäre das ja schwierig gewesen. Was wollen wir mehr? Herrliches Wetter. Eis in der Hand. Kann man aushalten. Und hey, löppt und löppt und löppt. Ja, fährt sind wir jetzt auch durch. Dann geht es gleich über die Aller und dann nähern wir uns so langsam heimischen Gefilden. Weiß ich auch, wo die 12 Liter geblieben sind, die er sich durchgepfiffen hat. Auf dem Weg nach Hause über 350 Kilometer. Und zwar habe ich gerade mal hier oben gelöst und da unten kannst du sehen, wo der Peilstab reingeht. Da seht ihr das? Das ist alles lose. Das heißt, wenn ich oben die Schraube löse, kann ich das alles bewegen. Und da kam das raus, ein Schwall. Aber das ist für mich ein gutes Zeichen, weil das ist schnell reparabel, wenn man da rankommt. Irgendwie werde ich es schon hinkriegen. Er braucht auf jeden Fall dann nicht mehr so viel Öl. Das kann ich schon sicher sagen. Und tschüss. So, auf der einen Seite ist gar kein Gewinde mehr drauf. Und auf der anderen Seite ist noch was drauf. Ist sogar noch relativ gut. Jetzt ist die Frage, wie sieht das Gegenstück da unten aus? So.
alles schön dicht. Ich habe beim Nachbarn einen Teil gekriegt, ein Übergangsstück. Unten das Gewinde war wohl noch gut. Hat angezogen, neuer Kupferring drunter, neue Scheibe und dann Ölstab. Und ihm ist dicht. Gleich mal ein bisschen sauber gemacht, hat er zumindest mal ein bisschen Honig auf sind. Passt. Dann ist er. Da ist es gut rausgekommen. Deswegen ist die ganze Scheiße mal voll. Ich weiß ja, warum es in der Kamine nach Abgas stinkt, warum die Scheiße innen drin alles schwarz. Der ist laut. Der ist genau laut. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, der Reifen ist ziemlich genau bei mir auf Nasenspitzen. Das ist schon ganz schön hoch. So. Sieht zwar jetzt noch scheiße aus, aber da arbeiten wir dran. Da! Arbeiten wir dran. Wenn ich älter werde, komme ich hier nicht mehr hoch. Der ist schön. Damit man das auch hört. Ist ja klar, dass es hier jetzt reinrichtet. Scheiße, ich habe das Dach aufgemacht. Boah, alles nass. Ja. Scheiße. Also richtig schwer abgeht mir natürlich dieser hervorragende Badewannengriff hier, der zu allen Überfluss auch noch in ca. 10 Grad Winkel angebaut ist. Das heißt, oben haben wir einen Abstand, unten haben wir einen Abstand von ungefähr 5 cm, oben sind ungefähr 7. Ja, aber das hat man wohl in Schleswig-Holstein so gemacht. Aber den schenke ich jemandem. Ich weiß schon, wer den kriegt. Den kriege ich jemand zu Weihnachten. Aber das Schöne ist, dahinter ist natürlich klar, was sehen wir da? Durchgerostet, also müssen wir da auch noch ein Loch reinschneiden und neue Bleche ansetzen. Nur wegen diesem schönen Badewannengriff. Gut, egal. Scheiß drauf. Oder vorschön kommt hässlich. Dann werfen wir alle Teile raus. Boden ist alles nur Oberfläche, das wird alles gestrahlt. Ja, und die schlechten Stellen, die haben wir wieder schick gemacht. Hier oben alles Bleche drinne, alles super.
Da müssen wir neue Schrauben einschweißen. Die sind beim Rausdrehen für die Kotflügel abgedreht. Wenn die Löcher an derselben Stelle sind, haben wir das Blech runtergeklappt. Schraube wird eingeschweißt und das Ganze wird wieder hochgeklappt. Da mussten wir die Kante neu machen. Die war ein bisschen vergammelt. Ja, es wird. Da war eine Oberfläche. Da haben wir das gleiche Gewerk gemacht. Schraube wurde abgedreht. Beim Losschrauben haben wir eine neue reingeschraubt. Blech hochgeklappt, schön verschweißt. Die anderen sind nur oberflächlich. Das ist alles nur Oberflächenrost. Alles kein Problem. Da oben haben wir auch neu eingeschweißt. Da haben wir auch eine Durchrostung in der Kabine. Das haben wir auch super gemacht. Tja, aus dem ovalen Loch muss ich dann wieder ein rundes machen. Also der Bereich muss komplett wieder aufgefüllt werden. Da hat er schlauerweise ein ovales Loch reingeschnitten, der Idiot. Naja, was soll's. Muss man durch, aber das kriegen wir auch noch hin. Geht es. Dieses kleine Teil gibt es nicht mehr. Und das hat mir ganz schön Sorgen bereitet. Das ist innen, das ist der Rahmen der Scheibe und das ist außen. Da kommt der Scheibenwischer drauf. Das Ganze konnte man gefühlte 47 mm hin und her bewegen. Das war ausgeschlagen bis zum geht nicht mehr. Und nun hat mein Schlosser eine neue Messinghülse gedreht, die da eingebaut, schön gefettet. Und jetzt guckt euch das mal an, wie schön das flutscht. Kein bisschen Spielraum, alles vom Feinsten. Und das ist jetzt das Symbol dafür, dass das Pech aufgeht. Das Teil war eine große Sorge, zwar sehr klein, aber nicht mehr zu kriegen. Jetzt wird alles gut. So, jetzt bist du dran. Wo Ruhekräfte sinnlos walten, da kann sich auch kein Glück entfalten. Scheiße. Er hat sich gelöst. Das ist ja schon mal was. Wir arbeiten dran. Scheiße. Mein Blut ist noch am Schlüssel, aber ohne Verlängerung tut sich nichts. Bin mir noch nicht ganz sicher, was da kommt. Irgendwann dreht sich doch endlich die scheiß Schraube. Verlängerung. Feder löst sich schon. Aber die Achse ist abgestürzt, da kann nichts passieren. Und der muss die noch. Na, schauen wir mal. Und oben das gleiche Spiel. Geht auch nur mit Verlängerung. Aber es kommt. Es kommt. Es dreht sich. Hier kann man richtig sehen, wie nach dem Strahlen das Material raus ist. Da war der Rost tief drinne. Da kann man sehen, warum. Weil Mercedes zu blöd war. Da hast du hier so eine geschlossene Pfanne, wo die Feder dran sitzt. Da steht Wasser drauf und kann nirgendwo hin. Ja, ganz klar, was passiert, es rostet. Total bescheuert. So, erstmal Ablauflöcher reingebohrt, zwei Stück. Und dann wird das nachher nach dem Lackieren, wird das hier schön versiegelt. Mit Karosseriekit. Der Rost ist ja jetzt weg. Das ist aber Material, was hier weg ist. Tatsächlich ein bisschen was weg nach dem Strahl. So, und dann wird das versiegelt.
Und dann kann das Wasser hier abflopen und dann schallt das wohl nicht mehr für kommen. Zumindest nicht mehr in meinem Leben. So, Feierabend für heute. Radnamen auch noch entrostet und lackiert, grundiert erstmal. Ja, wie gesagt, Federn sind raus. Stoßdämpfer sind auch lackiert. Das wird noch so ein kleines Highlight. Hier nochmal geglättet heute alles. Federteller sauber geschrubbt. Das wird nachher alles nochmal entstaubt und entfettet. Und dann genau wie hier hinten komplett grundiert. So, Stoßdämpfer sind schon mal lackiert. Das wird so ein kleines Highlight. Unten werden sie silber, oben schwarz. Deswegen sind sie hier oben abgeklebt. Schwarz sind sie schon. Da kommt morgen nochmal Klarlack rüber. Kleiner Blickfänger vorne. Muss ja sein. Ich wollte eigentlich die Federn silber machen, aber da haben sie alle gesagt. Ja, Federspeicher musste auch repariert werden, der eine, der musste auseinander. Technisch war er in Ordnung, aber hier hinten war das Gewinde total einkorrodiert, deswegen mussten wir ihn auseinandernehmen. Ansonsten keine Korrosion, innen drin schön auseinandergenommen, sauber neu gefettet. So, dann muss er ja wieder zusammen. So, dann musste man von hier ungefähr die Mutter jetzt bis da über die Gewindeschrauben rausdrehen, zusammendrehen. Das fehlt hier jetzt noch ein bisschen, noch mal ein paar Sicherheitsstrapse auf allen Seiten. Dicke, fette, die auch ein bisschen was halten. Und in Schussrichtung, sicherheitshalber, falls die Stangen mal nicht halten, sollte sich keiner aufhalten. Außer ein paar Dosen. Ja, und dann kann man das einfach sukzessive zusammenziehen. Und dann macht man hier die Schraps raus, die anderen Bolzen raus. Und dann kommen da Stück für Stück neue Bolzen rein. Und dann ist der wieder wie neu. Naja, lackiert werden muss er noch. Von innen ist er ja voll fett, aber von außen wird er dann neu lackiert. Ja, 600, was weiß ich. 620 Euro gespart. Auch Geld. Und schnell. Des heutigen Tages. Oh mein, wie die 40, das geht ja gar nicht. Ja, beide Türen entkernt, alles raus, alles entfernt. Leider musste ich hier mit dem Flex arbeiten. Das heißt, der liebe Vorbesitzer hat diese Schlösser tatsächlich angeschweißt, statt sie zu schrauben. Wahrscheinlich, weil das unten eingerissen ist. Jetzt müssen wir das hier wieder schön einschweißen, das kommt hier irgendwo wieder rein, so, ja, und dann wird hier das rausgetrennt und dann kommt hier ein neues Blech rein, stabileres Blech, wo die beiden Schrauben dran sind, damit wir das wieder festschrauben können, so wie das auf der anderen Seite ist. Aber man sieht hier, da ist auch schon ein Riss drin, wahrscheinlich werden wir das auch bis da wegschneiden und hier ein komplett neues Blech reinmachen und ein bisschen stabiler, wo die beiden Muttern eingeschweißt sind, bevor das Ganze dann zum Strahlen und zum Lacker geht. Ja, alles rekonstruiert, aber ich habe die Kante gerettet, die kommt hier wieder ran, zweimal. Das ist sozusagen das Juwel vom Nil. Ja, dazu die Türen, die muss ich auch neu machen. Am Ende, der geht noch, aber der geht auch noch halbwegs, aber bei den Zweien kannst du durchgucken am Ende.
Ja, dann habe ich die ganzen Bleche von den Bremsen lackiert, grundiert und lackiert. Schön schwarz. Stoßdämpfer sind fertig. Beide Federspeicher sind komplett fertig, liegen hier und warten nur noch auf den Einbau. Ja, das hat heute schon ganz schön was gebracht. Und jetzt machen wir Feierabend. Nee, jetzt müssen wir noch einen Mammutbaum pflanzen. Und Schnitt. Der Martin-Tisch. Hier sehen wir den neuen Tank. Der war ja schon mal drin, der ist wieder raus. Da sehen wir unsere Hebeeinrichtung, selbst gemacht. Für das Anheben der Kabine, zumindest um 500 mm. So, und das sind alles Ersatzteile und teilweise ausgebaute Teile. Hier sieht man den Zusatzkompressor, der noch reinkommt. Teilweise waren die Stecker von den H4 nicht mehr gut oder die Sockel. Da habe ich dann bei Amazon neu bestellt. Das ist ein Schutzschlauch, der ist geschlitzt, der kommt dann über die Kabelbäume rüber. Hier sind schon mal jede Menge Strapse, die ich brauche, um das alles zu befestigen. Hier sind die renovierten Scheinwerfer, die sind schon mal super entrostet, lackiert. Die kommen da oben natürlich wieder drauf. Ja, und mit ein bisschen Glück habe ich doch tatsächlich bei Amazon für nur 18,19 oder 18,90 habe ich so einen Schalter gefunden. Der Original passt da so ran. Der ist nämlich auch ein bisschen ausgeleiert. Ja, dann hier noch diverse Dichtungen. Alles Mögliche muss da natürlich ran. Ja, und dann musste ich mir natürlich für den Rahmen auch mal ein paar etwas größere Schlüssel, die ich normalerweise nicht hatte, besorgen. 41er, 36er mit ein bisschen Hebelwirkung. Hier die abgeschraubten Radmuttern. Hier diverse Gummiteile, die kommen natürlich alle nicht mehr ran. Die habe ich nur aufgehoben, weil dafür habe ich mir schon Gummi besorgt, was ich zuschneide. Da kommen überall neue Schrauben rein. Die Wasserschläuche kommen auch alle komplett neu, die kleinen Wasserschläuche. Ja, hier sind wir schon mal so ein bisschen am Renovieren. Das habe ich schon mal neu lackiert mit Kunststofffarbe, was ich eben gesagt habe. Das sieht schon mal gut aus. Die anderen Kunststoffteile kommen auch. Ja, hier liegen noch die alten Schaumstoffteile. Da liegt der Kleber. Da liegt das Gebläse oben mit dem Kühler. Wie man sieht, der alte Motor lief zwar noch, aber war hier am Kohlebürstenbereich ziemlich eingelaufen. Auch da wieder Glück gehabt. Für 36 €, habe ich glaube ich schon mal geteilt den Link, habe ich das gefunden, ist der gleiche Motor, steht nur nicht Bosch drauf, ist mir aber völlig egal, Hauptsache passt. So, ja, hier muss ich dann noch ein bisschen was machen, hier ist auch noch was zu lackieren, habe ich aber schon mal ausgebaut. Das Ding wird natürlich neu bezogen, auf der anderen Seite kann man es schon mal sehen mit Schaumstoff, wie gesagt, nur dieser Tisch, alles Ersatzteile MB-Truck. So, da sieht man zum Beispiel schon mal was Bezogenes. Ich habe mir erlaubt, da einen Stilbruch zu machen. Diese Originalkappen, die waren teilweise kaputt. Erstens konnte man die nicht verschließen. Diese kann man verschließen und kann man komplett drehen. So, ganz simpel. Dadurch kann ich auch mal sagen, da will ich Luft haben, da nicht. Das ist nicht original, sieht aber gut aus. Habe ich gekauft. Kommt von Truma. Nur mal zur Info, das sind Truma Kappen, da ist noch die Originale drin, eine von denen, die habe ich zwar auch renoviert und lackiert, aber dann habe ich gemerkt, die kannst du nicht verstellen und 26 € wollten die dafür haben. Nee, habe ich gedacht, zu teuer. Also Truma gekauft mit Klappe zum Verstellen, zum Verschließen, zum Drehen. Ist etwas kleiner, aber wie ihr seht, sitzt das bombenfest. Hier ist, ist der neue Bezug drauf. Das geht so. Das wird natürlich alles noch neu bezogen. Erstmal den ganzen alten Kleber runtergekratzt. Dann werden die auch vorher noch neu lackiert, ist das Teil auch. Hier liegt natürlich auch ein schöner Auspuff. Ja, es gibt ja auch mal Hoffnung, dass irgendwas weitergeht. Ja, hier ist nochmal die Auspuffschelle. Die habe ich mit Thermolack bis 800 Grad lackiert. Ja, hier ist jetzt schon mal das neu lackierte Armaturenbrett. Da ist auch schon der Aufkleber drauf. Ja, ich muss ja zugeben, stimmt nicht ganz. Auch das stimmt nicht ganz, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ach so, hier ist ja nochmal die Super-Therm-Farbe, die ich jetzt zum Beispiel für die Auspuffschelle benutzt habe und die ich auch für den Auspuffkrümmerbereich benutze. Das brennt sich dann ein und sieht nicht so vergammelt aus. Ja, und natürlich eine vernünftige Hupe, die kommt hinter den Maisgrill. Mag das nicht leiden, wenn das oben auf der Kabine ist. Der Maisgrill ist groß genug, da kommt wohl Ton raus, gehe ich von aus. Ja, das ist so mein Grabbeltisch, den ich noch verarbeiten muss. Der Name kommt von meiner Frau, hat die sich einfallen lassen.
Ja, nachdem ich beim Grundieren immer die Plane dagegen hatte, haben wir dann kurzerhand mal eben, ja, ich sag mal, so eine provisorische Behausung gebaut, wo Martin jetzt steht, damit ich ihn vernünftig entrosten und lackieren kann. Und das hat hier auch super geklappt. So sieht es jetzt aus. Ja, hier habe ich schon mal einen ganz kleinen Test gemacht mit der Motorenfarbe. Aber hier ist noch ein bisschen Dreck dran. Das war auch nur ein Test. Das wird natürlich abgemacht, logisch. Ansonsten ist der mit Trockeneis gereinigt, also insofern ölfrei. Ich werde den noch mal mit Nitro, außer natürlich die Gummiteile, werde ich noch mal vorwaschen und dann muss ich hier unten alles abkleben, dass mir da nichts wieder drankommt. Und dann kann ich ihn lackieren. Das müssen wir ja festhalten, dass die Reifen wieder raufkommen. Und Schnitt. Ja, nun steht Martin wieder im Trockenen in der warmen Halle. Hier ist Fußbodenheizung, da kann ich das auch im Winter aushalten beim Schrauben. Und hier bekommt dieses alte Sprichwort oben hui und unten fui eine ganz andere Bedeutung, weil hier ist es genau umgekehrt. Unten hui. Und oben noch Pfui, aber da arbeiten wir dran. Ja, Kreuzgelenke der Zapfwelle vorne, nicht die Bohne abgeschlagen. Dichtzimmerringe sind alle noch drin. Die ist überhaupt nicht ausgeschlagen, nicht die Bohne. Die hat wahrscheinlich nie gelaufen bei dem Schlepper. Andere Seite genau dasselbe, noch ein bisschen dreckig, muss ich noch sauber machen. Auch top, nichts ausgeschlagen, nicht ein bisschen Spiel. Ja, nur da ist das Malheur. Da war kein Öl mehr drin. Tja, wahrscheinlich trocken gelaufen. Verdunstet wegen Nichtbenutzung. Ja, dann wollen wir sie mal über Nacht einwirken lassen. Der Tipp kam ja aus dem Forum mit Bremsenreiniger. Und dann wollen wir mal schauen. Morgen gar nicht laufen hin. Und da eine Schlaufe hin und dann muss ich mal gucken, ob die 54 PS des Iseki reichen, um den hier auseinander zu ziehen. Also bisher rührt sich da noch gar nichts. Ja, da habe ich mir auch eine Markierung eingeschlagen. Ob das eine Not tut, weiß ich nicht, aber ich höre ja, wenn man mir was sagt. So als Laie macht man ja doch Fehler. Aber was soll's, Fehler machen alle. Jo, und wenn man da mal so reinkickt, dann kann man wohl sehen, dass die Lager sogar ein bisschen rustig sind. Das ist also gar kein Wunder, wenn sich das nicht mehr richtig dreht und das nicht mehr so ganz dicht ist. Das mag wie nicht und dann schaltet wohl gar. Tja, was soll ich sagen? Die Lager waren eigentlich noch super, die sehen noch aus wie neu. Besonders das hintere Lager, das war auch die Kugeln wieder eingesetzt, ein bisschen neu fetten. Hätte auch gereicht, aber ja gut, okay, wir machen mal neue Lager rein. Besser ist das. cm Luft unter der Brücke, das hat ja super geklappt. Wäre auch blöde gewesen, wenn nicht. Das wäre blöde gewesen. Ja, und wenn der ganze Dreckscheiß entrostet, gestrahlt, zumindest ist das hier, die Behälter sehen ja noch ganz gut aus und alles schön wieder neu lackiert ist, dann soll das genauso aussehen wie hier. So, da sieht das gut aus. Ja, das baut auf. Tja.
Tja, Teile der Dachverkleidung sind relativ simpel aufgebaut gewesen. Die alten habe ich weggeschmissen. Nichts anderes wie eine Pappe. Da drauf 3 cm Schaumstoff geklebt. Und darüber dann das Kunstleder. So, und die Ecken werden einfach hier reingeklemmt. Und hier sitzt dann nachher die Dachleiste. Und dadurch, dass man das hier so wegdrücken kann, kann man das da relativ simpel und leicht reinklemmen. Zusätzlich habe ich hier hinten nochmal ein paar Schaumstoffleisten draufgeklebt, so flache. Die sind so 3-4 mm, damit das nicht unter dem Dach nachher womöglich dröhnt. Und Bosse sagt, okay, können wir so lassen, ne? Ja, wir machen gleich Feierabend. Wischen müssen wir noch. Bei den anderen Teilen wird es schon ein bisschen komplexer. Da muss man schon ein bisschen sauberer arbeiten, dass das ein bisschen rundgezogen ist. In den Ecken habe ich das einfach sauber ausgeschnitten und hier reingeklebt, weil das ist ja der Luftkanal und nachher der Lüfter oder der Ventilator die Luft rausdrückt. Und jetzt mit den billigen Truma-Klappen, die nur 3,95 € kosten, plus 1 Euro für die Gegenklappe, kann ich die nicht nur verstellen in alle Richtungen, sondern ich kann die auch verschließen. Und das kann man mit den Originalen nämlich nicht. Und die Originalen, die sind auch alle mürbe, man sieht das hier, da brechen schon die Haken ab. Und dann kommt dazu, dass das Kunstleder etwas mehr aufträgt, wie der Stoff, der da vorher drauf war. Und dann passen die eh nicht mehr. Und wie gesagt, dafür irgendwo 24, 25 Euro für so einen Schrott auszugeben, war mir zu viel Geld. Ja, das ist das komplexeste Teil. Auch wieder Zuluftkanal hier, läuft die Luft durch. Dann kommen die anderen Ecken, die wir eben gesehen haben, da wieder rein. Hier muss komplett 3 cm Schaumstoff drauf, wird hier quasi rübergeklebt. Das wird ausgeklinkt. Hier kommt dann nachher noch eine Kappe drauf und dann wird es auch ausgeklinkt, weil da ist der Heizungsregler nachher, der das Ganze nachher steuert. Also das ist schon ein bisschen komplexer, aber auch eigentlich mit ein bisschen halbwegs vernünftigem Geschick ganz gut hinzukriegen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich die Kabine nicht abgebaut habe mit dem ganzen Gedöns, weil hier unten unter ist das faktisch wie neu. Null Korrosion. Und hier unten die Unterträge haben wir lackiert und die Hohlräume werden natürlich noch ausgespritzt. Da habe ich von oben ein paar Löcher reingebohrt. Da kommt jede Menge Hohlraumversiegelung rein. Und wenn man sich das ganze Gedöns hier anguckt, ja, das muss ich noch sauber machen, gucken, welche Schläuche eventuell nicht mehr ganz koscher sind. Die Strapse kommen auch alle neu, damit das vernünftig sitzt. Ja, da ist ein ganz bisschen, ganz klitzekleines bisschen Korrosion. Aber das kriege ich auch mit der Hand weg. Das kriegen wir hin. So, nach und nach treffen die Teile der Lacke ein oder von meinem Lacker. Die beiden Türen sind da, da steht die andere, ein bisschen geschützt, damit nichts passiert. Ja, das Dach, jetzt nicht mehr grün, sondern weiß, wie es eigentlich gehört. Ja, das ist das Zwischenteil zwischen Kabine und Haube, ist auch schon mal lackiert. Ja, so langsam fügt sich alles wieder zusammen.
Ja, die Luftventile habe ich heute das zweite Mal aufgemacht. Nachdem ich dann mir mit dem Fett, mit dem normalen Fett nicht sicher war, habe ich mir das Fett besorgt und habe sie nochmal geöffnet und werde sie jetzt nochmal von dem anderen Fett befreien und dann alles schön mit dem Silikon-Lubrikant-Fett für Ventile, für Luftventile neu fetten. Das heißt, die Seite muss ich noch wieder auseinander haben, das muss ich auch noch wieder auseinander haben. Ja, manche Sachen macht man zweimal. Aber was nützt es? Naja, Hilfe ist immer willkommen. Es ist ja auch nicht so schlimm. Hier ist ja nicht so viel Kabel. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, Waschtisch ist fast fertig. Hier war leider ein Riss. Komplett durch. Ganz kleiner, feiner Haarriss, aber auf die Dauer wäre das nichts gewesen. Aschenbecher fehlte eh, also Platte geschnitten. Epoxy-Harzkleber dazwischen, komplett von innen verschraubt. Und schön zwei Löcher gebohrt für den Schalter. Und für die USB-Anschlüsse. Wer braucht schon einen Aschenbecher? So, innen habe ich schon mal schick gemacht. Da ist schon mal grau lackiert mit Kunststofffarbe. Und außen kommt, wenn der Kleber trocken ist. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seid froh, wenn ihr keinen Drehsitz habt. Hier ist das Fett vom Drehsitz natürlich alle noch drauf. Das muss ich jetzt noch alles sauber machen. Die ganzen Leitungen müssen ausgewechselt werden. Das ganze Gedöns. Ja, das muss auch neu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Schellen habe ich schon mal losgeschraubt. Das wird ja lustig. Das wird noch lustig. Da wird wohl der Samstag nicht reichen, bis das alles wieder ordentlich ist. Na, schauen wir mal. So, das ganze Gedöns ist raus. Die Drehscheibe muss auch noch raus. Die hat der Lacker netterweise außen grün mit überlackiert. Die muss natürlich schwarz. Erstmal Schutzboden reingelegt, damit mir nicht so viel am Lack passiert. Kommt zwar nachher Gummimatte rein, aber unterm Gummi soll es ja auch schick sein, ne? Morgen wird erstmal sauber gemacht hier oberhalb. Vorne die Kabel alle sauber. Kabelstrang sieht echt sehr gut aus, auch unten unter. Da brauche ich nichts machen. Ja, grüezi, verdammt all, jetzt noch bayerisch. Ich hab raus, ist los, ich krieg raus. Ja, mei, ist das schön, ist das schön. Ja, mei, was ist das fein, dann kann ich das hier schön sauber machen. Guck mal, da ist alles noch gut. Ja, hier sehen wir jetzt den Dreck, der sich in 44 Jahren auf dem Drehkran so angesammelt hat. Ist schon heftig. Das ist nicht irgendwie ein Stahlring, sondern das ist einfach nur Dreck. Ja, kommt was zusammen. Aber jetzt haben wir ihn ja raus. Dann wird alles gut. Fettete Stelle hier, diese hier, das ist die da. Also, wie ihr seht, habe ich noch einiges einzubauen. Aber dafür sieht das hier unten unter aus wie geleckt. Ich glaube, das ist der einzige Drehsitz, der nachher nur so rumflutscht. Die ganze Verriegelungsmechanik habe ich ja auch neu gemacht. Hier alles neu, neu gefettet, neu gelagert. Das flutscht nachher wie doof. Naja, über die Leichtgängigkeit des Seins brauche ich, glaube ich, nicht diskutieren. Das klappt schon. Das klappt. Da bin ich mir sicher.
für alle, die es interessiert, in Sachen Drehsitz. Dieses Teil wird hier drauf geschraubt und wenn der Drehsitz gedreht wird, dann dreht sich das Ganze mit und drückt dann hier auf diesen Stift. Und dieser Stift, der drückt hier unten runter und betätigt hier ein Umschaltventil, ein Ölumschaltventil. Und damit wird der Hydraulikkreis in der Lenkung quasi umgekehrt. Und schon kannst du rückwärts genauso lenken wie vorwärts. So simpel und einfach. Aber durchdacht. Sich das so ein bisschen vorstellt, dann treffen wir wieder auf den Ölkreis. Das heißt, das hier in der Mitte ist der Ölkreis. Von hier kann man es noch besser sehen. Kleiner Luftkreis. Ölkreis für die Lenkung und der ganze andere Luftgedöns. Und ich kann nur sagen, wer das nicht loshaben muss wegen der Renovierung, wenn da nicht alles kaputt ist, lasst es sitzen. Oder legt den Scheiß Drehsitz still. Ich war heute kurz davor, die ganze Scheiße einfach festzuschrauben und zu sagen, leckt mich am Arsch. Aber ich habe es durchgezogen. Und das Ganze ist jetzt vollgepackt, da kommt man nirgendwo richtig ran. Und wichtig ist vor allen Dingen hier, das ist wichtig, dass dieses Gasgestänge hier auch völlig frei geht. Ich meine, diese Luftschläuche, die liegen hier jetzt erstmal provisorisch, die werde ich natürlich noch nach da hinten legen, damit die da nicht in Berührung kommen, aber nur, dass man das so ein bisschen verstehen kann, warum das so eine Scheiße ist. Hier geht es jetzt weiter, hier kommt jetzt auch nochmal ein Verteiler, hier haben wir die ganzen Schläuche, da kommt so ein Bock. Und dann gehen hier die ganzen Luftschläuche, die gehen hier rüber, werden hier rangestrapst, deswegen sind hier die Löcher, laufen hier vorbei und laufen dann dahin. Und da hängen schon die ersten, das heißt, die habe ich schon neu gemacht, die ziehe ich jetzt hier vorbei. Dann werden die hier gestrapst, dann gehen die hier rüber und gehen da ran. Und hier ist dann so eine Schelle mit so einer Halterung, im Prinzip das gleiche Gewerk wie da. Kann losgehen. Ja, weiter, super. Sieht alles sehr gut aus, weiter, weiter. Weiter. Ja, alles gut. Alles gut. Sieht gut aus. Schläuche kommen schön mit. Jetzt rastet er wieder ein einmal. Wir müssen dann gleich nochmal entriegeln wieder. Und einer muss den anderen ziehen. Ja, super. Jetzt ganz rum, immer einrastet. Super. Super. Warte mal, Moment, eben gucken, ob der Gaspedal auch geht. Alles klar, alles locker hier. Super, so muss das sein. Ja, das war schon. Können dann so lassen. Den brauchen wir nicht zurückstellen, der kann gleich umladen. Anheben. So. Fahr mal langsam zurück, du musst dann gleich ein bisschen ablassen. Gut, sieht gut aus. Ja, das reicht. Stopp mal. Wir fahren mal langsam zurück. Ich sag dir, wie weit du fahren kannst oben. Ja, weiter. Weiter. Super. Langsam, langsam, langsam. Ganz vorsichtig. Hier ist alles gut. So, jetzt kannst du schon mal ein bisschen runterlassen. Ja, ein bisschen kannst du fahren. Warte. Ja, passt noch. Jetzt kannst du aber schon ein bisschen runterlassen. Stopp. Wieder ein bisschen runterlassen. Stopp. So, jetzt kommt er auf die Spezialpalette. Extra für Motor. Stopp.
Wahnsinnig. Das ist das Juwel vom Nil. Spezialpalette für OM 352A. Ja, Michael, diese Kappe fehlt, die hier raufkommt. Die ist nicht dabei. Du meintest ja, da wäre alles dabei. Guck mal, was du da machen kannst. Alle Verbindungsteile immer schön, so wie hier, wo das zusammengeschraubt wird, vorher ein wenig Rohrumversiegelung hinter, damit dahinter gar nicht erst wieder Rost entsteht. Simpel und einfach und effektiv. Hier drinnen natürlich auch, klar, logisch. Zwischen diesen Blechen hier ist auch, naja, weiß das Blech, 4 mm Material oder 5 mm, kann man nicht mehr vom Blech reden. Ist natürlich auch Rohrraumversiegelung hier. Hier hinter überall Rohrraumversiegelung, kann man noch deutlich sehen. Es quillt da noch so ein bisschen raus. Da kann man mal sehen, hier unten sieht man deutlich, wie das Material ein bisschen abgenommen hat durch Strahlen. Aber ich denke, das ist jetzt mit 2K lackiert. Das hält die nächsten 30 Jahre. Sieht ein bisschen rau aus, sieht aber keiner, ist ja von innen. Außen sieht sie da schick aus. Ja, Panorama Martins Motor bald wieder zu Hause. Der steht da hinten drauf, kann man ja sehen. Naja, dann hoffen wir, dass der gut läuft. Also der Unimog, der läuft. Kann ich nur so feststellen. So, Motor ist fast fertig zum Einbau. Es geht voran. Jetzt unseren Sportstapler mal in die Halle fahren. Und achte auf den Sound. Jetzt kann er eingebaut werden. Soweit lackiert. Von unten hatte ich ihn letztes Mal schon lackiert. Da hatte ich mit dem Stapler hochgehoben. Neuer Anlasser ist jetzt auch drin. Der alte war zwar nicht kaputt, aber sicherheitshalber der neue Halter liegt hier auch schon. Ja, hier liegt noch ein bisschen Dreck rum. Die Kommunalplatte haben wir hier verstärkt, weil die mir ein bisschen zu schwach war. Das war mir zu spittelig. Da ist hier noch mal was reingekommen. Da ist sie natürlich auch noch gestrahlt und lackiert worden. Die liegt hier schon mal. Kommt danach auch noch wieder vor. Da kommt nämlich die Fronthydraulik dran. Ja, vorne ist auch die, ja, die Lichtmaschine hätte ich natürlich normalerweise nicht lackiert, die war aber schon lackiert. Also habe ich sie wieder überlackiert. Ja, hier ist es soweit alles fertig. Ich habe sogar die Markierungen vom Einspritzpumpen, was weiß ich, Regulator, wer das auch mal gemacht hat, abgeklebt. Da muss ich auch noch was abnehmen. Wie auch geklebt, auch hier. Ja, alles sauber abgeklebt, soweit fertig. Eine schöne, schicke, silberne Motorentlüftung drauf. Tja, nun muss das hier bloß noch wieder rein. Das kriegen wir aber auch noch hin. Mit Sicherheit und Schnitt. So, das Montieren der Motorgummis ist im ersten Falle, zumindest mit dem Einpressen, schon mal gelungen. Ich musste ihn allerdings etwas anspitzen, sonst wäre das nicht oder hätte das
Glitchy ist in diesem Falle alles. Ich nehme hier Silikonfett. Und dann wird das Gummiteil richtig schön glibberig eingeschmiert. Vorher natürlich die Halterung auch. Exakt, sauber, alles schön glatt. Hier seht ihr jetzt das Spezialwerkzeug, ein extra von MB angefertigter Motorhebel oder Motorgummihebel und Druckschlüssel mit dem entsprechenden Gegenstück. Ein Tipp, wenn ihr sowas auch macht, macht immer gut Fett auf die Gewindestange bzw. die Schraube, die wir gleich reindrehen, weil das geht richtig schwer. Also die eigentümliche Form hat nichts mit der Funktion zu tun. Die kommt, weil es irgendwo ein Restmetallstück von uns war. Um den Druckpunkt auf die Mitte noch zu erhöhen, habe ich hier noch eine Gummischeibe drunter gelegt. Dann kommt der schön einbalsamierte Gummipropfen da drauf. Entsprechend wird das Ganze dann zusammen montiert. Hier oben mit der Mutter angezogen. Und immer wieder mittels dem Hebel hier gedreht, dass das Ganze sukzessive in die Nute glitscht. Deswegen auch der etwas längere Hebelarm. Es geht natürlich immer schwerer, aber ohne Bewegung löppt das nicht. Wie man jetzt schon deutlich sieht, haben wir schon fast die Hälfte der ganzen Geschichte durchdrungen. Fertig muss es allerdings so aussehen wie da hinten. Ja, wie man sieht, nach viel Schweiß, Prügelei, hier mit dem Schraubenzieher und Hammer immer ansetzen, flutscht er dann irgendwann mit Glück oben raus. Hat geklappt. Dank Spezialwerkzeug. Und es sind nur noch drei Gummis. Zwei wären drin. Ja, nicht jedem ist wahre Kunst zugänglich. Der Künstler hat in diesem Werk Platz ist in der kleinsten Hütte wieder mal bewiesen, dass es möglich ist, auf engstem Raum graziös was Technisches zu verbauen. Wir sehen hier oben den Druckregler. Hinter dem Druckregler gehen die Rohre graziös mit VA-Bogen und Verbinder runter zu der neu im Werk enthaltenen Frostschutzpumpe. Diese Pumpe war vorher gar nicht da. Wie war es dem Künstler möglich, diese Pumpe überhaupt zu integrieren, zumal er weitere Druckleitungen installiert hat, die auch Platz mitnehmen und einen Elektroverteiler zusätzlich? Nur durch Versetzen der beiden Bremsbehälter nach links war es ihm tatsächlich möglich, diesen Platz zu schaffen. Und so wurde jeder Quadratzentimeter innerhalb dieser kleinen Hütte tatsächlich genutzt. Alles findet seinen Platz. Der Hauptbremszylinder luftseitig und hydraulisch. Der große Druckbehälter dahinter, jetzt nicht mehr zu erkennen, da verdeckt. Da hinten können wir noch ein bisschen was sehen. Der kleine Druckbehälter. Nur mit graziösen Händen kommt man hinten an das Entwässerungsventil, aber es geht. Der Künstler hat gezeigt, es ist möglich, auf engem Raum richtig was zu schaffen. Wenn man dann noch bedenkt, dass hier später die Batterie steht, dann ist es kaum fassbar, was er hier für ein Werk vollbracht hat. Nur einen kurzen Augenblick später steht die Batterie schon an dem Platz. Und man sieht, es ist immer noch Platz. Man bekommt hier noch eine Hand rein, da noch eine Hand rein. Man kommt sogar an das Entwässerungsventil. Es ist Wahnsinn, was Mercedes seinerzeit als Vorgabe für den Künstler geschaffen hat. Ein tolles Werk. Platz ist in der kleinsten Hütte. Und Schnitt.
Scheiße, das war nicht geplant. Eigentlich sollte der noch nicht gewaschen werden, weil so richtig dreckig war noch nicht. Aber beim Füllen der Kupplungsanlage, wir hatten die Kabine leicht gekippt, haben wir uns mal gewundert, dass hier irgendwas unten rausläuft. Und was war es gewesen? Der scheiß Behälter konnte den Druck wohl von der Pumpe nicht ab, hat ein kleines Loch. Und dann lief die Soße, das muss ich noch trocken machen, hier an die Wand runter, hier runter, dahin. Und durch dieses Loch, was ich gebohrt habe, um die Räume mit Hohlraumversiegelung zu füllen, hier rein und kam dann hier unten alles wieder raus. Jetzt habe ich die ganze Scheiße erstmal mit Wasser ausgewaschen und werde es leider trocken machen, dass da bloß keine Flecken auf den Lack kommen. Schon mal was. So, kann losgehen. Jo. Bist du weit? Jo. Achtung und Achtung. Nochmal. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Gehen zurück. So, der Martin kann zumindest schon mal wieder blink blink machen. Das sieht doch richtig schick aus. Leise, ganz leise, ganz leise. Hört ihr was? Nee, ich auch nicht. Und das ist gut so, weil, wie wir sehen, haben wir 6,5 Bar drauf und wir lösen die Bremsen, es zischt nichts mehr, wir schalten Allrad ein, es zischt nichts mehr, wir schalten die Differentialsperre, es zischt nichts mehr. Wir schalten die Zapfwelle ein und aus, es zischt nichts mehr. Wir machen die Handbremse wieder ein und es zischt anschließend nichts mehr. Der Druck bleibt stehen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? So, nachdem er schon zweimal gezuckt hat, aber wieder ausgegangen ist, werde ich jetzt versuchen, ihn zu starten, nachdem ich nochmal Diesel gepumpt habe. Zwischenzeitlich habe ich die Kabine nochmal geflutet mit Kühlwasser, weil ich vergessen habe, die beiden Schläuche, die ihr da hinten seht, mit dem T-Stück zu verbinden oder mit dem Bogen, weil die sind für die Zusatzheizung. Jetzt klebe ich, aber egal. So, dann wollen wir mal gucken. Annette übernimmt jetzt. Und dann kläfft ihr all. So, mal gucken, ob wir ein bisschen das geben. Nicht zu viel. So, jetzt kommt der große Augenblick.